interessanterweise, da kann man jetzt drüber lachen, ich habe sehr lange Simulationen gespielt, auch früher, was Rennsimulationen angeht. Ja. Teilweise Simulationen, die eher so ein bisschen eher auf Arcade gehen oder so, wo es jetzt nicht komplett natürlich hundertprozentig ist, aber dadurch kenne ich wirklich die Strecken sehr gut, was die Verläufe angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gut. Nicht natürlich in echt, aber das kommt ja aufs Gleiche raus. Ja, weil die sind ja ziemlich nah an dem, was sie in echt sind. Ja, und ich denke, das ist an der Konsole üben, ist ja auch schon mal dicht dran sein. Also natürlich hast du jetzt nicht das Feeling von einem echten Autofahren, ja. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall die Vorstufe. Ein Kind geht hin an einer Spielekonsole und spielt viele Rennspiele. Dann kriegst du natürlich auch ein Gefühl dafür. Du kriegst auch ein Gefühl dafür, was ist, wenn das Auto hinten rumkommt, dann denkst du gegen am Controller. Genau. Aber das ist dann in deinem bei uns, bei mir war es sogar so, also ich habe am PC gespielt, mit dem Lenkrad natürlich. Ja. Aber ja, natürlich Simulationen kann man jetzt nicht drüber streiten. Es war schon teilweise schon ziemlich nah da, glaube ich, was Experten auch teilweise gesagt haben über die Spiele, brauche ich jetzt nicht nennen, welche das waren, aber was so in der Expertenmeinung, was auch Rennfahrer dazu teilweise gesagt haben, sie gesagt, das sei schon ziemlich nah an dem, was technisch auch. Ja. Weißt du, ich finde es auch so ein bisschen. In echt ist, ja. Ich habe da mal mit einem gesprochen drüber. Und der war auch Motorsport begeistert. Und ich habe zu dem gesagt, man darf nicht vergessen, dass nicht nur Formel 1-Fahrer Motorsport machen können. Ja. Die haben natürlich auch ein ganz anderes Budget, das ist ja klar. Und deswegen versuche ich den Leuten auch zu sagen oder zu zeigen, dass man Motorsport schon mit ganz wenig machen kann. Dass der Vater sich jetzt so einen wertvollen Porsche hat aufbauen lassen damals, das ist ja mein Glück. Sonst könnte ich das jetzt auch nicht. Ja. Aber ich würde mir auch einen Einser-Golf aufbauen oder einen Käfer. Mhm. Und den dann aber, es geht darum, dass du es mit Spaß machst. Ja, richtig. Und wenn du die richtigen Leute dabei hast, die dir helfen, die schrauben können und die auch Bock darauf haben, dann macht es Spaß und dann bist du schon ein Team. Und dann kannst du das genau auch professionell machen, aber natürlich mit nicht so einem teuren Auto. Aber du hast Spaß und du bist professionell, du gibst dir Mühe und dann bist du auf einmal ein richtig gutes Team. Stimmt, und das ist ganz wichtig. Nicht nur, auch nicht, du musst nicht Rennen fahren, um Motorsport begeistert zu sein. Das stimmt nicht, sondern du kannst Tag der offenen Tür nach Hockenheim fahren und auf die Nordschleife und Nürburgring. Du kannst dann zum ersten Mal eine professionelle Veranstaltung buchen wie Pistenclub. Da kannst du dir zum ersten Mal einen Coach nebendran setzen. Und den Chef von Pistenclub, den kenne ich auch. Das ist ein wahnsinnig netter Typ. Und der blickt Autofahren schon. Und das macht richtig Spaß. Und dann kannst du Motorsport erleben. Ja. Du musst nicht bei der DTM fahren. Das ist natürlich die Königsklasse. Und wer kommt da schon hin? Mhm. Ich glaube, ich Moppel würde mal in einen Formel 1-Wagen passen. Ja, klar, das ist schon nochmal ein anderes. Und Ding, deswegen, Motorsport machen, das kann man, auch mit wenig Budget. Man muss es mit Herz machen, man muss Spaß daran haben. Und wenn man mit uns mal an Tag der offenen Tür mitkommen würde, an die Rennstrecke, und man würde mal sehen, wie locker wir das machen, mit wie viel Spaß, und dann ist das ein toller Tag. Und das versuche ich den Leuten auch mal zu sagen. Ja, das stimmt. Also es kommt wirklich nicht darauf an, dass du mit dem besten Rennauto da ankommst, sondern mit wie vielen Leuten du am Abend grillst und wie viele Leute mit dir da hingehen, weil die Bock darauf haben. Ja. Und das finde ich cool. Und ich hoffe, dass euch macht das auch Spaß. Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also ich werde es jetzt dann zeigen, aber wir haben auf jeden Fall Lust. Ja, ja. Logisch, klar. Und für uns ist das einfach eine, sage ich mal, eine Chance, auch mal sowas mitzuerleben. Fände ich auch cool. Also da sind wir auch euch dankbar, dass wir das mal machen können. Auch, dass man das mal so ein hautnah miterlebt. Das ist auch auf jeden Fall eine geile, eine coole Erfahrung. Ich bin auch dankbar, dass ihr mitkommt und uns betreut. Weil, wie gesagt, ist nicht nur das Thema, dass wir das wollen, unsere Expertise da einbringen wollen, was das diese Instagram-Thema angeht oder auch YouTube, sondern auch, dass wir halt die nutzen wollen, einfach mal, weil es so eine. Die Engländer sagen immer, wie sagen die Engländer immer, One-Time-Experience. Und ja, das wollen wir da auch dementsprechend nutzen. Was ich immer interessant finde, das kenne ich überhaupt nicht, dass deine Mutter S3 fährt. Das finde ich witzig. Ja? Ja, weil die ist eine Frau so, ich werde jetzt gar nicht damit vernünftig, weil es gibt, ich kenne auch von einer, ehemalige Vorgesetzte von mir, die war auch so flott unterwegs. Aber das finde ich jetzt interessant, weil der S3 ist ja schon was sehr Spezielles. Ist jetzt nicht ein
gibt es sogar nie mal einen S3, der ist schon sehr speziell, sondern eine R3. Interessant ist, wie das so fährt. Und warum, verstehe ich auch nicht. Oder würde mich interessieren, wieso. Nutzt sie das auch wirklich? Ja. Fährt sie dann auch wie, so wie du? Oder fährt sie, warum fährt also sie auf der Autobahn kann, schnell? Oder? Meine Mutter ist schon alles gefahren, die ist schon M5 gefahren und G-Modell oder G-Klasse. Mhm. Und die kann das. Aber die fährt natürlich jetzt nicht schnell Auto. Nicht. Und warum braucht sie dann RS3? Aus Spaß? Oder? Ich weiß nicht, die macht natürlich mit uns Motorsport. Also die kommt mit, die betreut uns, die kümmert sich um den ganzen schriftlichen Kram, wofür wir auch vielleicht ein bisschen zu blöd sind. Und die kümmert sich darum, immer, dass wir nichts vergessen. Mhm. Und ja, die macht das mit, die lebt das, die zelebriert das richtig. Und das wäre für die gar keine Option. Einfach gern so Autos und die fährt jetzt auch nicht mit knallendem Auspuff rum oder so, sondern die mag einfach den RS3. Die findet den zum Einkaufen fahren oder in die Praxis fahren und dann hat die ihren Hund nebendran und oder jetzt mittlerweile zwei kleine Yorkshire Terrier hat die nebendran und die findet das richtig cool, genauso mit dem Autofahren. Ja. Also eher entspannt, aber die will die Leistung halt mal kurz reindrücken. Ja, so zum Überholen, zack und fertig. Ja. Und dann schon wieder. Ich glaube, bei dem Auto wirst du niemals die Bremsscheiben wechseln müssen. Habt ihr eine Standardbremsanlage bestellt oder eine Upgrade-Bremsanlage? Ja, jetzt kommt ja bald der neue RS3. Ja, ihr wollt den neuen, habt den ja geordert, ne? Ja. Und mit Keramikbremsanlage. Mit Keramikbremsanlage. Da hast du deiner Mutter hoffentlich gesagt, dass sie vorwärmen muss, sonst bremst er nicht. Hab ich auch schon gesagt. Und nicht ohne, ne? Also Keramik, wenn da mal was ist. Nee, das nicht. Die wird nichts kaputt gehen. Die wird sie nie wechseln. Natürlich nicht mit Keramik. Aber sie wird einem hinten drauf fahren, wenn sie nicht aufpasst, weil dann der kalte. Das war mir auch neu. Das ist auch das bei unserem Rennwagen. Ja. Wenn du da bremst und der ist kalt, dann sind die Slicks, die rutschen richtig. Klar, das ist klar. Beim Reifen wusste ich das. Ja, aber du merkst dann, wie das Auto über alle vier Reifen so gut nötig rutscht. Oder auch die Bremse. Also, aber die machst du auf Temperatur schnell. Die Bremse ist das allererste, was du richtig aufwärmst. Und wenn die Bremse heiß ist oder wärmer wird, wenn du mehr bremst, gibt die natürlich Wärme ab an die Reifen und dadurch tut auch der Reifen erhitzen. Ja klar, die Felge wird ja auch warm. Ja, das muss man auch wissen. Wenn du die Bremse warm machst, machst du automatisch auch den Reifen, den Slick warm. Und dann musst du irgendwann anfangen, mit dem Slick schneller zu fahren. Weil sonst wird der wird dann zwar warm, aber der muss richtig heiß werden. Und wenn du jetzt nur so normal fährst, wird er nicht heiß. Der muss richtig heiß werden, ja. So, dass du den gar nicht anfassen darfst. Ja. Ein bisschen verbrennst. Klar, der klebt nur, wenn er heiß ist. Ja. Ja, bei der Bremsanlage, bei der Keramikbremsanlage, das war mir nicht bewusst, dass es so wenig funktioniert. Mhm. Beim Reifen, klar, da weiß man das ja. Aber dass die Bremsanlage so langsam vorwärmen muss, ganz vorsichtig. Gerade wenn es richtig kalt ist halt und wenn es nass ist noch. Ne? Das wusste ich auch nicht. War mir auch neu, dass dann da so extrem, das gab es ja gar nicht funktioniert. Ja. Zum Beispiel der neue RS3 von meinen Eltern, der ist in demselben, nee, nicht im selben. Der hat auch ein Grün als Außenlackierung und ist ein bisschen so ein Partnerlook zum Golf. Ja, ist cool. Schauen wir mal, ob man da mal für Instagram was. Das hat sich auch meine Mutter rausgesucht, ne? Ja, schon eine coole Farbe, ich meine, das hat schon was. Ja. Ich bin schon der dezente Typ dann. Ich mag Grau sehr. Mhm. Also ein schönes, gerade ein schönes so ein Grau. Antrazit, oder? Sollte nicht ganz so dunkel, also schon ein helleres Grau. Ja. So ein Mausgrau. Und am besten matt natürlich, finde ich sehr schick. Aber natürlich die Farbe, das ist auch Geschmackssache. Ich habe zum Beispiel ein grünes iPhone, obwohl ich kaum einer das hat. Weil die passende Hülle dazu. Doch, aber Apple kriegt es anscheinend nicht hin, die Hülle genauso zu machen wie jedes iPhone. Aber das ist auch so, da bin ich dann auch so jemand, aber ich habe ein dezentes Grün. Ne? Da bin ich auch jemand, der sagt, hey, das wäre geil. Fahrst du bremst schon mal? Mit dem Holz ist geil. Ja? Ja. Der ist nicht schlecht, das gefällt mir gut. Also willst du da nochmal fotografieren? Da müssen wir nochmal hin. Sind wir schon da. Sarah ist ja eh weg. So. Das läuft schon. Ja, nee, die habe ich jetzt ausgemacht. Okay. Jetzt waren wir beim letzten Fotoshooting für heute Abend. Julian hat sich sehr viel Mühe gegeben und die Bilder sind hoffentlich sehr gut geworden, oder? Ich denke schon was dabei. Ja. Ich bin nicht ganz zufrieden, aber das liegt auch daran, dass man im Schwarzwald auch nicht, also ich in dem Bereich vom Schwarzwald mich auch nicht so gut auskenne. Okay. Da war gerade auch eine
Ja, ich glaube, da können wir auch nächstes Mal nochmal, wenn sie dann nicht das letzte Mal da. Ja. RS3 und so zeigt sich ja dann als nächstes dran. Also da können wir ja auch nochmal was Neues erfinden. Aber ja, insgesamt ist es einfach so, das kennt man ja auch, dass man das beim Scouting, man muss halt eigentlich eine Gegend erst ein bisschen kennenlernen und die Ecken, ne, wo sieht es gut aus, was passt. Und da sind wir so ein bisschen dabei im Moment und dann kann man, denke ich, auch dann die öfter mal besuchen und vielleicht nochmal was in Szene setzen. Genau. Ja, cool. Also wir werden in nächster Zeit noch mehr so Themen mal ansprechen, auch mit Motorsport und auch mit den Autos, ein paar Autos nochmal vorstellen. Und die Bilder findet ihr immer auf Instagram Kinzel Motorsport eingeben. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wären wir natürlich froh, wenn ihr ein Abo da lasst. Also abonniert den Kanal und ja, bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein und ich freue mich, dass Julian dabei war und ich hoffe, ihr hat es auch Spaß gemacht. Ja, war super, klar. Und ja, nächstes Mal wieder gerne. Ciao.